Das Coronavirus lässt die Welt immer noch zittern. Die Zahl der Infizierten steigt auch in Deutschland weiterhin konstant an, trotz der ungemeinen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Erfahrungsberichte zu Krankheiten von echten Patienten findet man nur sehr vereinzelt. Nun berichtet ein direkter Patient aber von seinen Symptomen von Corona und zeigt auf, welche Tücken sich wirklich hinter der Krankheit verbergen. In einem Video berichtet er beispielsweise: "Ich befürchte, dass viele den Kampf nicht gewinnen können. Man muss sich vorstellen, man liegt alleine im Bett, man hat Kopfweh, 39 Grad Fieber und das über Tage. Man kann nichts essen, man spürt, dass man immer schwächer wird. Dazu kommen diese starken Brust- und Lungenschmerzen, die sich anfühlen, als ob der ganze Brustkorb brennen würde." Der Erfahrungsbericht deckt sich weitestgehend mit den Informationen, die zu der Krankheit bis zum jetzigen Zeitpunkt schon bekannt sind. Experten warnen nun auch schon vor schweren Verläufen bei jüngeren und gesunden Patienten. Dass das Virus nur alte und vorerkrankte Menschen in die Knie zwingen kann, sei schlicht und einfach falsch, warnen Ärzte und Experten.